Also harte Arbeit gehört schon dazu, aber es gehört auch ein Schuss Verrücktheit dazu und die Neugierde und einfach mal Neues zuzulassen und nicht gleich immer umsetzungsorientiert denken und die erste Frage zu stellen, wie viel Dollar oder wie viel Euro kann ich denn damit verdienen? Mein Name ist Johann Füller, ich bin Gründer und Vorstand der Haif AG, die führende Innovationsagentur und Beratung aus München. Und es geht darum, eine coole Idee zu haben, die versuchen umzusetzen und letztendlich dann auch zu vermarkten. Das Ideen generieren, das Kreativsein, das macht natürlich brutal viel Spaß und man könnte sagen, das ist gar kein Aufwand, sondern das ist Hobby. Wenn es dann in die Umsetzung geht, dass man tatsächlich eine marktreife Lösung anbieten kann, dann wird es natürlich aufwendig. Also wir sind ganz stolz auf den Icarus. Dabei handelt es sich um ein Sport- und Fitnessgerät, mit dem man fliegend virtuelle Welten erleben kann. Also wir wollen ja alle auch gern spielen. Insofern ist es auch wichtig, dass man nicht nur Funktion und Logik bedient, sondern auch das spielerische Element. Ich bin ein großer Verfechter, den Kunden frühzeitig einzubinden. Wir sagen, Innovation ist nicht technologiegetrieben, sondern muss erstmal ein Problem des Kundens lösen. Also wenn wir einen Auftrag bekommen, dann holen wir gerne die Mitarbeiter unseres Auftraggebers zu uns nach München und innovieren gemeinsam. Und dabei findet auch ein Transfer des Wissens statt. Es geht darum, Prototypen zu bauen und diese Prototypen dann zu verproben. Und es ist viel besser, in einem frühen Stadium ein Feedback zu erhalten, als dann, wenn ich schon sozusagen die großen Investitionen getätigt habe. Ich bin natürlich kein Hellseher und kann nicht sagen, wie die Innovationen von übermorgen aussehen. Allerdings ist es sehr wichtig, dass die Innovationsgeschwindigkeit noch forciert wird, weil die Probleme und Veränderungen, die auf uns zukommen, die sind dermaßen drastisch, auch die technologischen Möglichkeiten, dass Innovation in Zukunft sicherlich eine noch wichtigere Rolle spielen wird. In Zukunft werden wir in Ökosystemen innovieren müssen, gemeinsam mit dem Wettbewerb, gemeinsam mit unterschiedlichsten Wertschöpfungspartnern, da sich die Dinge so schnell verändern und man Kompetenzen benötigt, die unmöglich in einem Unternehmen angetroffen werden können. Wir sind zwar ein Land der tollen Ideen, haben aber gerade dann, wenn es um das schnelle Entwickeln von Prototypen oder mal das Ausprobieren geht, tatsächlich Probleme mit unserem Perfektionismus.